Herr Bischof, die Kirche im Bistum Leitmeritz ist am Boden, sagten Sie. Aber Sie sind optimistisch. Warum? Wirklich, ich bin ganz optimistisch, weil tiefer wir können nicht gehen. Jetzt nur da oben. Darum, ich bin ganz optimistisch. Sie haben gesagt, man müsse freundliche Beziehungen herstellen. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, dass die Beziehungen unter uns, unter Christen, sind nicht so freundlich. Wir haben so viele Probleme, wir haben so viele falsche Sachen. Und was nötig ist für uns alle, die Beziehungen, freundliche, freundschaftliche Beziehungen, gemütliche Beziehungen. Gibt es etwas, das Sie den Gläubigen im Bistum Eichstätt sagen möchten? Welchen Wunsch haben Sie an die Gläubigen im Bistum Eichstätt? Ja, ich möchte sagen nur das. Seien Sie, liebe Eichstätter, seien Sie glücklich, dass Sie sind Christen und Katholiken. Wie glücklich ist, wenn wir haben Jesus Christus und wenn wir leben in der Kirche. Und was können wir Eichstätter für die Kirche in Leitmeritz tun? Bitte sehr, beten Sie für uns ein bisschen und bitte leiden Sie auch ein bisschen für uns. Das ist eine große Bitte, aber trotzdem, ich bitte um Entschuldigung, aber das musste ich sagen. Dankeschön.